Du hast einen Diesel mit Partikelfilter und fährst überwiegend im Kurzstreckenbetrieb oder im Stadtverkehr, dann solltest du regelmäßig deinen Ölstand kontrollieren. Wenn dein Fahrzeug absolut kein Öl verbraucht oder der Ölstand sogar steigt, kann es sein, dass du Diesel im Öl hast. Um das festzustellen, mach dazu mal folgenden Test. Nimm ein Stück Löschpapier und gib ein paar Tropfen von deinem Motoröl darauf. Ich habe hier zwei Vergleichsobjekte, links das Motoröl aus meinem T5 und rechts Motoröl mit Diesel versetzt. Im Zeitraffer kann man gut erkennen, wie die rechten Flecken aufgrund des Dieselanteils schneller aufgesaugt werden. Hier die Probe aus meinem T5 und hier die verunreinigte. Zu erkennen ist der Diesel hier an dem Kranz, der rings um den Ölfleck entsteht. Ein weiteres Problem, wenn der Motor keine Betriebstemperatur erreicht, ist Kondenswasser im Öl, zu erkennen an Wassertröpfchen auf dem Peilstab oder an Schlammbildung, wie hier im Öldeckel zu sehen. Ich würde jetzt einen Ölwechsel machen und den Wagen regelmäßig warm fahren, um solche Flüssigkeiten einfach zu verdampfen.